Wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie hier im Seminarraum der Anatomie und möchte kurz ein paar Dinge dazu sagen, wie bei uns einfach beispielhaft ein Anatomiepraktikum abläuft und habe dazu das Thema Knochen bzw. Bewegungsapparat ausgesucht und zeige einfach ein paar Dinge, die wir in so einem Praktikum hier mit den Studierenden machen können. Und als erstes würden wir dafür einmal das Licht ausmachen und auf die Präsentation schauen. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, Folien zu präsentieren, aber auch noch mehr, wie ich gleich zeigen werde. Wir sehen hier Röntgenaufnahmen, natürlich auch ein wichtiges Mittel, um über Knochen zu sprechen. Wir haben dann Bilder, die zum Beispiel den Knochenaufbau zeigen und die Zusammensetzung von Knochen. Das wäre ein Thema des Praktikums, über die organischen und anorganischen Bestandteile von Knochen zu sprechen. Wir haben dann aber hier auch die Möglichkeit zu mikroskopieren. Erstens kann ich hier etwas vormikroskopieren. Dazu wechsle ich gerade einmal das Programm. Und kann hier jetzt am Mikroskop für die Studierenden etwas zeigen. In diesem Falle einen sich entwickelnden Knochen. Wir sind hier an der Grenze von Knorpel und Knochen und können uns das auch näher anschauen und können da eben über Details der Knochenbildung aus Knorpel heraus sprechen. Die Studierenden haben hier in diesem Raum dann einzelne Mikroskope, die wir in diesem Raum aufbauen können, wo sie dann an unseren Präparaten das im Einzelnen natürlich auch dann nachvollziehen können. Ja, zu einem Praktikum gehören bei uns dann auch echte Knochen. Ich zeige das nur mal. Wir haben hier zum Beispiel ein Skelett, ein echtes Skelett, an dem wir diverse Dinge zeigen können, zum Beispiel Gelenkbewegungen im Schultergelenk. Und wir haben aber auch einzelne Knochen, an denen wir etwas zeigen können, zum Beispiel eine Scapula, ein Schulterblatt und ein Humerus, ein Oberarmknochen, wo wir jetzt auch über Schultergelenksbewegungen zum Beispiel sprechen können. Man kann auch sehr schön an so einem echten Knochen zum Beispiel zeigen, dass wenn man da das gegen das Licht hält, dass das quasi durchscheinend ist, wie dünn also so ein Knochen ist. Auch das kann man sehr schön zeigen. Und dann möchte ich noch etwas Spezielles zeigen. Dazu muss ich einmal Handschuhe anziehen. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich normalerweise kein Headset trage, wenn wir ein Praktikum machen. Das ist jetzt natürlich für den virtuellen Informationstag gedacht. Ein Highlight, das wir einfach auch hier einmal zeigen können, ist, dass wir hier eine Rippe haben, die wir entkalkt haben in Anführungszeichen. Und Sie sehen, das ist hier eine normale Rippe und dies ist eine entkalkte Rippe. Und die kann man mit Ameisensäure entkalken. Man kann also den anorganischen Bestandteil im Knochen, das Hydroxylapatit heißt das genauer, herauslösen. Und der Effekt ist, dass wenn ich diese Rippe jetzt in die Hand nehme, ich sie halt so biegen kann. Also sie hat letztlich dieselbe Form, aber sie hat eben andere mechanische Eigenschaften. Und das ist ein Beispiel dafür, was wir im Praktikum machen können, um bestimmte Dinge zu veranschaulichen. Ich würde jetzt noch mit Ihnen in den Präpariersaal gehen, der hier einen Raum weiter liegt, um da noch ein paar Dinge über das zu sagen, was wir am Körperspender, also an menschlichen Präparaten machen können. Dazu gehen wir einmal in den Präpariersaal. So, hier sind wir in unserem Präpariersaal. Das ist ein sehr kleiner Präpariersaal. Wir haben genau zwei Tische. Das reicht aber für die kleinen Gruppen, die wir hier an der MHB haben, aus. Und wir haben in einer Kühlbox nebenan Körperspender liegen, also Menschen, die sich zu Lebzeiten bereit erklärt haben, dass ihre Körper in der Anatomie verwendet werden.
Und die können dann herausgeholt werden und können hier auf diesen Tischen betrachtet und studiert und präpariert werden, wie wir sagen. Wir haben ein sehr modernes Lüftungssystem, das Formalin, mit dem diese Körperspender konserviert sind, quasi abfängt, auffängt bzw. von den Studierenden weglenkt, sodass wir alle vorgeschriebenen Arbeitsplatzwerte für Formaldehyd auch einhalten. Vielleicht noch ein Wort dazu, was wir hier machen an Körperspendern. Die MAB hat ja einen modularen Studiengang, wo ein Präparierkurs im klassischen Sinne schlecht hineinpasst. Darum machen wir das etwas anders. Wir machen quasi in den Semesterferien bieten wir das an, freiwillige Präparierkurse. Also jeder, der ein Messer in die Hand nehmen will und präparieren will, kann das auch tun. Wir machen aber während der Module in den Semestern keine eigene Präparation, sondern wir zeigen den Studierenden hier in diesem Saal Präparate, menschliche Präparate, zum Beispiel vom Bewegungsapparat, erläutern da etwas und dann können die Studierenden das auch selbst studieren an diesen Präparaten. Und wir glauben, dass das sinnvoll ist, das eben nicht nur an Bildern und 3D-Modellen und virtuellen Modellen zu lernen. Das war ein kurzer Einblick in das, was wir in einem Praktikum der Anatomie hier an der MAB üblicherweise machen. Und vielleicht sehen wir uns ja mal in diesem Saal wieder. Tschüss.